Diese wunderschönen Bilder lassen schon erahnen, um welches Video es sich heute handeln wird. Wir haben uns Zeit gelassen, haben auch schon einige Nachfragen bekommen, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir schauen uns die Sieger und die Siegerinnen des diesjährigen Gewinnspiels an. Aber mehr noch, wir gehen die schönsten Bilder durch. Wir besprechen die interessanten Geschichten, die ihr uns geschrieben habt. Also für Spilz Herz ist heute wirklich einiges Spannendes dabei. Der Daniel und ich möchten uns natürlich an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir haben sehr, sehr viele Einsendungen bekommen. Wirklich sehr viele Bilder, die wir uns anschauen durften. Es waren auch sehr, sehr schöne dabei natürlich. Viele persönliche Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt. Viel Lob, das wir bekommen haben. Da müssen wir nochmal wirklich herzlich Dankeschön sagen. Eure Kommentare auch in den Videos laufend, aber jetzt nochmal auch in diesem Format so ausführlich beschrieben. Diese Worte waren wirklich, ja, Balsam für unsere Seelen in dieser schwierigen Zeit für alle. Also da nochmal ein großes, großes Dank an euch. Solche Fans und Zuschauer zu haben, ist wirklich eine tolle Sache und natürlich für uns eine Riesenmotivation, auch dieses Jahr so weiterzumachen. Ja, was erwartet euch? Wir gehen die schönsten Bilder, ein paar Geschichten dazu dann durch. Die Sieger und Siegerinnen werden nicht chronologisch gezeigt, also wir halten das spannend. Und ja, besprechen einfach, was ihr so gefunden habt das letzte Jahr, das ja doch schwierig war. Also man hat es aus den Geschichten auch rausgelesen, es war für viele schwierig, aber trotzdem sind schöne Sachen zusammengekommen. Ja, das erste Bild, das wir euch zeigen möchten, ist vom lieben Klaus, der uns auch immer ja, in den Kommentaren begegnet. Du hast auf uns angestoßen, wir stoßen auch zurück auf dich an. Ein herzliches Dankeschön für deine Teilnahme und das Prost gilt natürlich auf alle, die sich heute dieses Video mit uns anschauen können. Auch der Klaus hat ein paar schöne Funde gemacht. Wir gehen aber weiter und kommen dann zur Astrid, die uns wirklich schöne Bilder geschickt hat von einer riesigen, wunderschönen Glucke. Auch ein kleiner Fliegenpilz, der wunderschön abgebildet worden ist. Die waren ja eigentlich auch dieses Jahr eher weniger. Die Fliegenpilze, genau wie die Röhrlinge, haben die Herbstsaison ja wirklich fast gänzlich ausgelassen. Und die Astrid hat uns noch ein ganz spannendes Bild geschickt, das ich so noch nicht gesehen habe. Und zwar eine Rotkopfflechte. Auch ein wunderschönes Mischwesen aus Pilz und einem ja, Symbionten. Diese Flechten sind ganz schön. Wir haben ja auch tolle Makroaufnahmen von ihnen gemacht, aber diese Rotkopfflechte haben wir wirklich noch gar nicht gesehen. Auch vielen Dank für dieses schöne Bild. Dann machen wir weiter mit dem Daniel, ausnahmsweise nicht dem Daniel hinter der Kamera, sondern auch du, ein junger, ja, engagierter Pilzsammler, bist eigentlich noch nicht lange dabei, aber hast wirklich schon tolle Funde gemacht. Du hast uns wunderschöne Körbe geschickt, bist auch mit deinem Hund fleißig unterwegs, der dich da begleitet und unterstützt. Und du hast uns wirklich ein ganz spannendes Foto geschickt. Also für mich persönlich war das eines der interessantesten überhaupt. Und zwar diese Gruppe von Schopftindlingen, die bei dir im Garten wachsen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich ganz außergewöhnlich und hat es für mich wirklich in meine absolute Top-Liste geschafft. Also ein wunderbares Bild. Wie ihr wisst ja, mit Pilzen aus unmittelbarer Zivilisationsnähe muss man immer ein bisschen aufpassen. Also vom Verzehr würde ich eher sogar abraten, wenn sie aus dem eigenen Garten sind. Aber einfach zum Zuschauen ist das wirklich was ganz Besonderes. Ein großes Dankeschön auch an den Dominik. Du hast uns wirklich ganz tolle Bilder geschickt. Vielleicht ein bisschen zu viele, aber man merkt einfach, die Leidenschaft der Schwammern hat dich vollgepackt. Du bist auch erst seit 2019 dabei, hast aber über die ja, 2 Jahre wirklich schon tolle Sachen gefunden. Dieser Buchenschleimrübling war für mich ein ganz besonders schönes Bild. Auch das Haareisfoto, ganz ein tolles Foto. Sowas habe ich noch nie gefunden, möchte ich unbedingt mal entdecken. Vielleicht
läuft mir das dieses Jahr nochmal über den Weg. Du hast uns viele schöne Geschichten auch mit uns geteilt. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Morchelsuche dieses Jahr und ich bin mir sicher, du wirst sie finden. Wie gesagt, halte dich da an die Eschen. Wenn man die Esche mal im richtigen Gebiet entdeckt, dann ist es mit den Morcheln und mit den Morchelbecherlingen sonst auch nicht weit. Auch die Judasohren und die Austernzeitlinge begegnen dir wahrscheinlich jetzt sogar noch, wenn du Glück hast. Also ein großes Danke. So, es wird spannend. Wir vergeben den ersten Preis. Also wir kommen zu Platz 3. Ein signiertes Buch wird dann bald zu dir auf den Weg sein. Und zwar zu dir, lieber Franz. Du hast uns zwar keinen Text geschrieben, aber dafür eine kleine Auswahl von wirklich wunderschönen Bildern, die wir fast alle zeigen müssen. Du hast wirklich ein Talent zum Fotografieren. Du hast die Bilder oder die Pilze wirklich großartig in Szene gesetzt. Wir schauen uns jetzt durch, wir schauen uns an den Reishi. Dann hast du wunderschöne Enokis gefunden. Für mich ja auch optisch einer der schönsten Pilze. Du hast da wirklich eine große Bandbreite an Bildern eingesendet, die wirklich alle sehr schön sind. Für mich das absolute Highlight. Ich glaube, es ist eine breitblättrige Glucke auf den ersten Blick. Also so ein wunderschönes Prachtexemplar von auch noch so einer seltenen Gluckenart. Das ist wirklich unvergleichlich von dem, was sonst eingesendet wurde. Also mit diesen Bildern insgesamt und vor allem mit diesem Bild der Glucke hast du dir den Platz 3 wirklich auf jeden Fall verdient. Schick uns doch einfach noch, wenn du das Video gesehen hast, wir schicken dir auch noch eine E-Mail natürlich, deine Adresse und dann schicken wir dir das Buch auch bald schon zu. Weiter geht's jetzt mit einem Einzelbild und zwar von der lieben Ines. Du hast uns nur ein Foto geschickt, aber das ist wirklich schön geworden. Diese wirklich verwachsene Herbstlorchel ist kein schöner Pilz, sie riechen auch komisch, aber das Foto hat doch, finde ich, eine gewisse Ästhetik und hat es auf jeden Fall da in unseren engeren Auswahlkreis verdient. Diese Herbstlorcheln sind halt wirklich ganz ungewöhnliche Pilze, die man dann in einem so einem Highlight-Video auch durchaus wirklich mal zeigen kann. Ja, der nächste Kandidat, bei dem wir uns wirklich bedanken müssen, ist der Jakob. Auch du ein neuer Pilz. Begeisterter. Das freut uns beide natürlich immer besonders, wenn junge Leute zu dem Thema kommen, dass auch das in den jüngeren Generationen wieder ein bisschen in Mode kommt, das Schwammelsuchen. Und man hat auch bei deiner tollen Geschichte, die du mit uns geteilt hast und deinen Bildern wirklich auch deine Begeisterung herausgehört, die steckt wirklich an. Du hast uns sehr schöne Fotos geschickt. Ganz tolle Röhrlinge hast du gefunden, gerade für Anfänger immer super geeignet, sich da bei den Steinpilzverwandten mal ein bisschen umzuschauen, ein bisschen zurechtzufinden. Also da hast du wirklich schöne Funde gemacht, aber für mich die besten Bilder von dir, wirklich wunderbar, für mich auch die interessantesten mitunter von allen. Diese Riesenchampignons, die du gefunden hast, sind wirklich einzigartig. Bei dem ersten Bild habe ich noch gedacht, das ist ein Riesenbovis, aber das zweite hat es dann offenbart, du hast wirklich in den Wiesen also kopfgroße Champignons gefunden. Sowas habe ich noch nie entdeckt. Das muss ich unbedingt mal finden. Also ein wunderschöner Fund, der es wirklich reglich verdient hat, da gezeigt zu werden. Das nächste Dankeschön geht gar nicht so weit weg. Das geht in den Wienerwald an den Leo. Du hast uns tolle Bilder von deinen schönen Röhrlingsfunden geschickt. Du hast sie da auch wirklich in der Küche schön aneinandergereiht. Letztes Jahr war ja zumindest im Sommer doch gut mit den Röhrlingen, auch wenn es dann schlecht geworden ist. Aber wir freuen uns dann beide und vielleicht sehen wir uns auch mal im Wald bei Dreharbeiten. Der Daniel und ich sind ja dann ab Sommer sowieso wieder jede Woche mehrfach draußen. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei den Suchgängern, wäre doch schön. Nächster Gruß geht an den Luca in die Schweiz. Ich hoffe, du siehst dieses Video. Du hast uns eine ganz spannende Geschichte geschrieben. Noch ganz jung mit 20 Jahren, aber auch schon schwammelbegeistert. Du hast uns geschrieben, du bist gerade beim Militär und kommst nicht zum Schwammelsuchen. Aber naja, natürlich nächstes Jahr stehen dir sicher wieder tolle Funde bevor. Du hast uns deine Bilder beschrieben. Die hätten es wahrscheinlich in die Top 3 geschafft. Du hast sie sehr gut beschrieben. Dieses Haareis-Foto hätte ich gern gesehen. Das ist natürlich, finde ich, eines der spannendsten Motive überhaupt. Aber du hast uns die Bilder leider nicht angehängt. Also mach doch einfach nächstes Jahr nochmal mit. Dann bitte auch mit Anhang. Aber wir wünschen dir alles Gute noch für deine verbleibende Zeit. Und wir hören uns und sehen uns dann gerne wieder in den Kommentaren auch nächstes Jahr. Das nächste Danke geht an den Marcin. Du hast uns auch in den Kommentaren immer wieder wirklich sehr gelobt, dafür möchten wir herzlich Danke sagen. Du hast uns einige schöne Körbe geschickt, also du hattest durchaus ein erfolgreiches Jahr. Sehr schöne Collagen da, vor allem mit Röhrlingen, die du da wirklich gut auch in Szene gesetzt hast. Wir bleiben noch beim Buchstaben M, da kommen noch ein paar. Die Marianne hat uns zum Beispiel ein Foto von einem Rosenseitling geschickt aus eigener Zucht. Eine wunderschöne Makroaufnahme, die müssen wir da auch unbedingt aufnehmen. Und wir bleiben bei M und kommen zu Marlene. Du hast auch eigentlich einen ganz seltenen Fund gemacht, und zwar einen Lerchenschwefelporling. Ein
Ja, ein Pilz, wie du auch in deinem Text beschrieben hast, der wirklich nur auf einer gewissen Höhe wächst, der ist eigentlich im Gebirge nur und auch nur sehr selten anzufinden. Habe ich noch nie gesehen, aber die Lärchenporlinge sind natürlich unglaublich schöne Bilder. Die Regina hat uns auch Bilder aus Wien geschickt von den, ja, von den Schwefelporlingen. Die haben dieses Jahr eigentlich, finde ich, viele Fruchtkörper hervorgebracht und sind natürlich von der Optik und von der Imposantheit ja schwer zu überbieten. Wunderschöne Bilder, die ihr uns da geschickt habt. Vielen Dank und wir kommen jetzt zu Platz 2. Ja, Platz 2 geht an dich, lieber Michael. Wir kennen uns jetzt auch schon lange und sind immer intensiv in den Austausch im Kommentarbereich. Ich freue mich sehr, dass du so viele Bilder uns geschickt hast, fast schon ein bisschen zu viele. Aber du hast uns einfach in Bildern deinen ganzen Pilzwerdegang auch noch unterlegt. Danke für deine Geschichten, für dein Engagement auch unserem Kanal gegenüber. Ich freue mich immer über den Austausch mit dir. Wenn du erzählst von deiner eigenen Pilzzucht und auch jetzt deinem Werdegang dann hin ja, zum Pilzsachverständigen. Wir wünschen dir dafür wirklich alles Gute und haben gar keine Zweifel, dass du das schaffst. Du hast 2014 mit dem Schwammerlsuchen begonnen, hast du uns geschrieben. Durch einen Zufallsfund eigentlich von einem Steinpilz an einer Straße. Und oft sind es einfach die kleinen, ungewöhnlichen Pilzbegegnungen, die dann einfach wirklich das Interesse wecken und die dann so schöne ja, Werdegänge dann auch wie deinen hervorbringen. Ein großes Danke an dich. Du hast uns wirklich so viele Bilder geschickt, dass wir lange gebraucht haben. Wir haben jetzt eine Auswahl getroffen, die wir euch da auch in Ruhe zeigen möchten. Du hast wirklich wunderschöne Bilder gemacht. Aus jeder Gattung fast muss man da wirklich was herzeigen. Wir schauen sie uns in Ruhe an. Genießen da deine tolle Arbeit und ein, ja, wie gesagt, so ein Pilzglas mit meinen Köstlichkeiten kommt dann zu dir nach Hause. Ein signiertes Buch auch. Wir hoffen, du freust dich. Einfach bald verbrauchen die Pilze, die sind wirklich hervorragend und wir sagen nochmal herzlichen Dank an dich und kommen jetzt dann langsam auch schon zum Platz 1. Noch eine schöne Geschichte, bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, vom Andreas und der Elvira. Auch ihr habt uns geschrieben, dass ihr durch unseren Kanal einfach ein paar neue Pilze kennengelernt habt. Das ist natürlich für uns immer eine besonders große Ehre. Wir freuen uns ja, wenn die Vielfalt im Wald ja, von mehr Leuten noch geschätzt wird. Ihr habt zum Beispiel die Trompetenpfifferlinge für euch entdeckt, gleich ein wunderschönes Meer gefunden. Da ja, hat man oft einfach wirklich einen sehr ergiebigen Platz. Diese Trompetenpfifferlinge sind ja wirklich sehr, sehr zahlreich manchmal zu finden. Bei uns sind sie dieses Jahr leider komplett ausgefallen. Im Vergleich zum letzten Jahr ja, sind dort einfach Wildschweine durchgezogen, da hat eine ganze Wildschweinrotte wirklich den kompletten Boden umgepflügt und uns die Freude an den Trompetenpfifferlingen genommen. Aber ihr hattet da wirklich schöne Funde, auch nochmal Gratulation dazu und vielleicht kommen ja nächstes Jahr noch ein paar mehr Pilze dazu bei euch. Ja, noch ein besonders schönes Bild ist von dir gekommen, Steffen. Du hast uns da ein ganz interessantes Mischwesen eigentlich aus einem, glaube ich, Knoblauchschwindling und aber kleinen Schimmelpilzen, so einem Haarschimmelpilz, der sich da über den Pilz gezogen hat. Also auch ein sehr schöner Schnappschuss, der dir da gelungen ist. Und du hast natürlich den Spruch des diesjährigen Gewinnspiels geliefert. Du hast uns das eingeblendet oder geschickt, was dir deine Tochter mitgeteilt hat, weil du in unseren Videos versunken bist und wenn du dich mit Pilzen beschäftigst, auf gar nichts anderes hörst. Also auch vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das hat mich wirklich sehr, sehr zum Lachen gebracht. Wir kommen jetzt zu Platz 1. Und sagen vorher natürlich nochmal vielen, vielen Dank. Die, die nicht gewonnen haben, seid uns nicht böse. Wir müssen natürlich jemanden auswählen. Da fließen natürlich viele, viele Faktoren ein. Aber wir sagen für jeden Einzelnen, auch die, die es jetzt nicht ins Video geschafft haben, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es können nicht alle aufgenommen werden. Aber herzlichen Dank für eure Mitteilnahme. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Bei so vielen Einsendungen ist es natürlich schwierig, einen oder eine Siegerin auszuwählen. Aber wir haben uns entschieden für dich. Aber wir haben uns entschieden für dich, liebe Doris. Wir kennen uns auch schon eigentlich seit es unseren Kanal gibt. Du hast uns immer in den Kommentaren auch unterstützt. Vielen Dank, wir können jetzt vielleicht ein bisschen was zurückgeben. Du hast uns schöne Bilder geschickt, du hast da wirklich wunderschöne Steinpilzfamilien gefunden und da tolle Collagen auch wirklich daraus entstellt. Auch deine Geschichte war sehr schön, du hast uns von deinen Töchtern erzählt, die die Leidenschaft mit dir teilen, mit denen du auch in die Schwammerl gehen kannst und auch in einer wunderschönen Gegend dem einfach nachkommen kannst. Wir würden uns freuen, wenn wir dich mal besuchen können dieses Jahr. Oberösterreich und Salzburg liegt ja auch auf unserer Tour, die wir dieses Jahr vorhaben. Und da würden wir wirklich gerne mit dir gemeinsam eine Wanderung unternehmen. Ja, sonst, du bekommst natürlich auch noch die anderen beiden Sachen. Wir sagen herzlichen Dank, schließen mit deinen schönen Bildern ab.
sagen vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und nochmal herzliche Gratulation an alle Sieger und Siegerinnen und aber auch an alle, die es ins Video geschafft haben. Ihr habt wirklich sehr, sehr schöne Bilder uns geschickt und uns da wirklich eine große Freude gemacht. Wir sagen Danke, sehen uns bald wieder, auch wenn die nächsten Monate karg werden. Wir werden versuchen, weiter schöne Inhalte zu liefern und sagen bis bald.